So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Es geht wieder um ein Challenger-Deck, wieder mein Pioneer-Challenger-Deck. Und zwar um dieses Pioneer-Challenger-Deck. Ords of Auras. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Schwarz-Weiß, ich liebe Ords of, ich liebe einfach Silver Quill. Ords of sind die coolen Leute. Ich finde es interessant, dass sie hier nicht Silver Quill Auras geschrieben haben, sondern Ords of Auras. Was mir direkt aufgefallen ist, dieses Deck ist Englisch. Auf diesem Deck steht auf der Seite drauf USA und Canada, Paper, Box, Papierbox, kein Plastik. Das steht auf der Deutschen nicht drauf. Ich gehe mal davon aus, dass die Amerikaner für dieses Siegel eine andere Definition haben, dass ein gewisser Prozentsatz Plastik okay ist und man das deshalb das Siegel dann draufdrucken kann. In Europa bzw. Deutschland scheint das nicht der Fall zu sein. Ansonsten sind die Boxen einfach gleich und sind beide halt in Made in USA hergestellt in den USA. USA, USA, wie die Amis sagen würden. Ja, reißen wir das Ding mal auf, gucken wir uns das mal an. Ords of Auras, ja, eins der beliebtesten und stärksten Decks. Uncharted, I'm sure. Okay. Einfach weil es auch ein sehr, sehr cooles, ein sehr, sehr starkes Deck ist. Und es wäre so das einzige Pioneer-Deck, was aktuell in der Meta ist, was ich spielen würde. Es sei denn, es gibt eine Version von meinem Cycle-Deck als Pioneer-Deck. Das wäre was ich überlegen müsste. Wenn ihr da irgendwas kennt, ihr wisst, unten Kommentare. Dankeschön. So, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben, ja, wieder eine Menge Papier, was angeblich nur Papier ist für die Amis. Dann haben wir einen SRAM. Den können wir auch wegtun. Und wieder unser schönes Paper, das sagt, was ist Pioneer? Und uns die Schlange zeigt. Habe ich das letzte Mal schon vorgelesen und gezeigt. Ihr könnt euch gerne da oben das andere Video angucken, wenn es um das deutsche Deck geht, um das Autorius Geister. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir fangen wie immer an mit dem Sideboard und ich sehe direkt einen Luros of the Dream Den. Auch hier mit Shooting Star, weil es steht Mana Value drauf und es steht das erste Mal die richtige Companion-Regelung drauf. Bedeutet, erst wenn der Companion genommen wird, muss der erst auf die Hand gehen und dann darf er von der Hand gespielt werden. Anders als auf den richtigen Companions draufsteht. Das ist ein bisschen strange. Aber leider Gottes ist das so. Gut, drehen wir um. Wir haben Luros of the Dreamland. Boah, die Karten, die stinken so. Das ist so, oh, diese Ami-Karten sind so schlimm. Naja, Luros of the Dreamland. Ein weißes, ein schwarzes, ein weißes, ein schwarz und farbloses. 3-2 Lifelink. Kann der Companion sein, wenn das Deck nur Karten mit Mana Value 2 oder weniger drin hat, also permanente. Und ja, zu Beginn jedes Zuges, beziehungsweise während jedes Zuges, können wir eine Mana Value 2 oder weniger permanente Karte aus unserem Friedhof casten, wenn wir wollen. Dann haben wir, Thoughtseize. Lol. What? Die ideale Version, um endlich hier ein richtiges, oh, Wizards. Nein, wir kriegen aus Double Masters ein Thoughtseize mit dem Double Master Symbol. Sonst haben wir immer die Originaledition. Was soll denn das? Oder zumindest das richtige Artwork. Naja, ein Spieler unserer Wahl zeigt die Hand vor. Wir werfen eine Nicht-Landkarte davon ab. Wir suchen Nicht-Landkarte davon aus, der Spieler wirft die ab. Wahrscheinlich nur ein einziges drin. Hushbringer. Sehr schöne Karte. 201-2 fliegend Lifelink und Kreaturen, die ins Spiel kommen, lösen keine Trigger aus. Wofür auch immer der drin ist. Ich glaube, es gibt im Pioneer keine Karten, die wirklich triggern. Eigentlich. Aber okay. Okay. Apostle of the Purify Light. 2-Mana-2-1. Schutz vor Schwarz. Für 2-Mana können wir eine Karte aus dem Friedhof wechseln. Das ist ein Scavenging Ooze und schlecht. Okay. Das Deck überzeugt mich aktuell noch überhaupt nicht. Das Sideboard ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe von Ords of Auras. Deadweight. Oh mein Gott, dieser arme Hase. Oh mein Gott, Hache. Hachen. Ein schwarzes Mana. Wir verzaubern eine Kreatur, die verzaubert Kreatur, ich -2/-2. Sehr, sehr cool mit Luros, weil man kann man immer wieder alle Kreaturen für ein schwarzes vernichten bei kleinen Kreaturen. Und Duress. Ich vermute, diese drei Duress sollten die 4 Thoughtseize sein. Da 4 Thoughtseize aber sehr, sehr teuer sind, wird es das wohl nicht geben. Ziemlich kacke.
Dementsprechend, ja, haben wir drei Duras drin. Der Gegner wirft eine Hand, zeigt eine Hand vor. Und statt eine Nicht-Land-Karte können wir eine Nicht-Land-Nicht-Kreaturen-Karte wählen und diese abwerfen. Ja, Mist. Geld einsparen von Wizards. Danke dafür. Ich weiß gar nicht. Okay, hoch genug. Dann gucken wir uns mal an, was dieses, na, komm schon, ich bin so schlecht da drin, diese scheiß Bändchen aufzumachen. So, weg damit. Gucken wir uns an, was das Deck zu bieten hat. Wir sehen hier schon direkt die Stone Cold Serpent, X-Mana 0-0, Schutz vor Multicolor, Reach, Trample und kommen mit X+1+1 mal ins Spiel. Das ist so ein Lieblingsdeal von Wizards, habe ich das Gefühl. Die ist sehr, sehr stark, wurde auch sehr, sehr viel gespielt, aber warum die jetzt in jedem Deck drin sein muss, verstehe ich auch nicht. Die war jetzt im grünen Deck, im Challenger Standard Deck drin. Okay, kann man mit Lurus cool aus dem Friedhof casten. Dann haben wir SRAM, 2 Mana 2-2. Immer wenn wir einen Aura, ein Equipment oder ein Vehicle, also ein Autospell spielen, ziehen wir eine Karte. Davon hoffentlich 4 Stück. Jawohl. Und Cave of Coilers, hier sind gute Mana-Base drin. Tappen für ein farbloses, tappen für ein schwarzes oder weißes und wir kriegen den Schaden. 4 Stück. Oh mein Gott. Hier ist eine Mana-Base drin. Das ist eine Mana-Base. Council Courtyard kommt enttappt ins Spiel, wenn ihr 2 oder weniger Länder, andere Länder kontrolliert. Richtig stark. Aber das war's dann auch schon mit den Rares. Dann haben wir Outside of Life's Bounty, 1-1-1 Lifelink. Können wir für 1 Mana opfern, um eine Kreatur oder Enchantment, Schutz von der Farbe und so weiter zu geben. Das oder einem Enchantment ist super wichtig. Hateful Eidolon, 1-1-2 Lifelink. Wenn eine enchantete Kreatur stirbt, können wir eine Karte ziehen für jede Aura, die sie ausgerüstet hatte. Dementsprechend, ja, sehr, sehr starker Kartor. Selfless Savior. 1-1-1 können wir opfern, um eine Kreatur Indestructible zu geben. Ja, davon hätte es wahrscheinlich 1 oder 2 getan. Okay, das sind alle unsere Kreaturen. Danach haben wir... Ne, haben wir nicht. Wir haben ja ganz wenige Länder drin. Danach haben wir unsere Instants. Ich wollte gerade sagen Auras. What the fuck? Ja, Kamethris Blessing. 1 weißes Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2. Wenn sie enchanted ist oder eine Enchantment-Kreatur ist, kriegt sie Hexproof und Zerstörbarkeit bis mindestens. Stark. Stark. 3 Stück davon. Oh Gott. Kartische of Solidarity Forever. Egal. 1 Mana Enchantment Aura Kartusche. Und wir enchanten eine Kreatur. Sie kriegen einen 1-1 Warrior mit Wachsamkeit. Und die verzauberte Kreatur hat +1/+1 und Erstschlag. Ist das wirklich das Beste, was wir haben? Eine Kartusche? Ethereal Armor. 1 Mana Enchanted Creature. Die Enchanted Kreatur kriegt +1/+1 für jedes Enchantment, das man kontrolliert und hat Erstschlag. Warum ist da ein Shooting Star? Warum? Kann mir das... Auch das bitte einmal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, warum da ein Shooting Star ist. Echt nicht. Das macht mich kirre. Griff's Boon. 1 Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+0 fliegend. Und für 4 Mana können wir die aus dem Friedhof zurück Enchantment an eine Kreatur bringen. Richtig cooles Teil. Habe ich mich immer schon gefragt, warum das nicht gespielt wird. Weil es zu schlecht ist, ist mir bewusst. Gerade für dieses Deck ist es gut genug. Oh mein Gott, 4 Stück. Großartig. Dann haben wir Sentinel's Eye. 1 Mana Enchantment. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1 und Wachsamkeit. Und wir können das für 1 weißes im Friedhof wieder casten, indem wir 2 andere Karten aus dem Friedhof exilen. Super mächtige Karte, gerade in so einem Aura-Stack. Und dann haben wir All That Glitters. Alles, was glitzert. 2 Mana Verzauberung. Die verzauberte Kreatur kriegt +1/+1 für jedes Artefakt und jede Enchantment, das man kontrolliert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, auch hier sehr, sehr mächtig. Man holt sich eine Kreatur, man beschützt diese Kreatur, setzt sie mit ein paar Verzauberungen ab und haut den Gegner in 4-5 Runden zu Klump, während man noch ein paar Karten zieht und Lurus als Backup hat und dementsprechend unendlich lange spielen kann. Sehr, sehr cooles Deck. Richtig, richtig, richtig cooles Deck. Und mein absoluter Favorite aus dem Pioneer Cycle. Das Rote finde ich nicht so cool und das Combo ist halt kein richtiges Combo. Da hätten sie vielleicht ein cooles Combo-Deck draus machen können. Kein Lotus-Field-Combo. Aber gut, da fehlt halt einfach zu viel in dem Deck drin, weil es sonst zu teuer wäre. Zum Beispiel so ein Ugin oder so. Sowas Cooles.